Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Stronghold 2. Ja, hier kommen wir zur nächsten Mission. Die Länderei im Norden beheimatete eine blühende Webersiedlung, bis Wölfe sie heimsuchten. Der Gutsherr Sir Williams befindet sich auf einem Kreuzzug. Während seiner Abwesenheit trage ich euch auf, diese Länderei in Ordnung zu bringen. Ich habe Burgwart John Briggs gebeten, euch mit militärischem Rat beizutreten. Unsere Aufgabe sind, 20 Bogenschützen zu rekrutieren und keine Wölfe im Attackant übrig zu lassen. Ich habe diese Mission schon angespielt vorher, deswegen kann ich euch sagen, das wird nicht leicht. Weil wir ständig Angriffe haben, aber das werdet ihr schon sehen. Sire, wenn wir unsere Truppen aufstocken, benötigen wir auch mehr Gold. Viel mehr sogar. Lasst uns eine Schatzkammer bauen und die Bevölkerung besteuern. Oh ja, lass uns die Bevölkerung besteuern. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Ja, das ist das Problem. Wir werden ständig angegriffen, deswegen werden auch ständig Vogelfreie aus dem Hinterhalt angegriffen. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. So. In Bewegung. Da stelle ich mal da oben hin. Ja, Herr. Stelle ich mal hier. Lanzen vorwärts. My Lord, wir brauchen mehr Gold. Sire, man munkelt, dass Banditen im Osten ihr Unwesen treiben. Nur mit genügend Bogenschützen können sie abgewehrt werden. Doch zunächst rate ich euch, euch um die Wölfe zu kümmern. Ja, die Wölfe, stimmt. Speere hoch! Rein halten! Ich frag mich, ob die dann automatisch die Wölfe angreifen, wenn die Nähe kommen. Unsere ja. Truppen werden angegriffen! Der Stein, die Gebäude der Burg stehen in Flammen, mein Herr. Hoffentlich können unsere Brunnenarbeiter... Ah, und da kommen schon die Vogelfreien. Es kommt schon. Tötet sie alle. Ja, tötet sie. Sehr schön. So, wir haben jetzt ja die Länderei gewechselt. Jetzt sind wir hier und nicht mehr da unten. Deswegen ist die Situation eine etwas andere. Die Folge daraus ist nämlich, dass wir keine Stein... Das passt da nicht hin, mein Lord. ...mehr haben, sondern nur noch auf, sondern auf die dieser Länderei angewiesen sind, die jetzt aber auch uns gehört. So, haben die bereits einen Fuhrmannsposten? Nein, haben sie nicht. Dann baue ich die mal eben ein. Okay, wir können hier in der Zeit die nächsten Wölfe töten. Wir könnten vielleicht unsere Steuern etwas erhöhen und unsere Untertanen dafür mit ihrem Lieblingsgebräu Bier vertrösten. Ah. Schicken wir ein paar Hopfenbauern an die Arbeit. Gute Idee. Ein paar Hopfenbauern. Mein Berater hat teilweise sehr gute Ideen, muss ich sagen. Die Gebäude der Burg stehen in Flammen, mein Herr. Hoffentlich können unsere Brunnenarbeiter dem Inferno Einhalt gebieten. Oh, Ada. Ja, hoffe ich mal. Ich habe mir erst nur einen einzigen Boden gebaut. Oh nee, ich glaube, das reicht nicht aus. Tja, Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Brauche ich noch einen Boden. Mal sehen, wo die erscheinen. Also die werden immer wieder angegriffen. Das wird Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Ja, immer wieder geschehen. Und die sagen mir ständig, obwohl die noch gar nicht angegriffen haben, die Wölfe. Wo ist der Feind? Sind tot. Für unseren Herrn. Schön. Also keine Wölfe mehr auf der Karte, heißt das jetzt keine Wölfe mehr auf meiner Länderei oder insgesamt wirklich auf der Karte nicht? Okay, schreiben wir die ganze Karte. Dann bereit, Sire. Ziehen los. Schicke ich die dahin. Und entferne die auch noch. Gut, als nächstes bräuchten wir wieder mal eine Brauerei. Unsere Truppen werden angegriffen! Achso, wegen der Wölfe, ne? Okay, jetzt sind unsere Lanzenkämpfer auch tot. So, wahrscheinlich werden die Bogenschützen die nicht alle töten können. Euer Zeichen, Sire? Und die werden stattdessen hier bei uns eine Menge Randale machen. Der Feind zerstört ja. Unsere Gebäude! So wie ich es angekündigt habe. Oh, okay, hier haben die. Die bräuchten nochmal ein Göftin. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern.
Ich benutze den nicht zum ersten Mal. Wählt das Ziel aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Schön. Okay. So. Bogenschützen, bereit machen. Gut. Wir sind eure Leute. Ach nee, den wollte ich nicht schicken. Eure treuen Bogenschützen. Ja, die haben ein Gehöft von mir zerstört. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute schon. Warum haben die hier so wenig Einwohner? Habe ich schon Bier? Ja, ich habe sogar schon Bier. Dann kann ich ja schon anfangen, eine Schenke zu bauen. Wo ist die Schenke? Da ist die Schenke. Große Schenke. Hab ich gar nicht genug. Wir brauchen Holz, my lord. Ja, merk schon. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Ach, verdammte Vogelfreie. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Habe ich schon Stein? Nein. Wird mir noch gesandt, oder? Ja. Wer ist das da? Ha, Arbeitslose. Okay. Wo sind die Steine? Wo ist die Steine? Ah, da ist sie. Den Typ kann ich nicht anklicken, weil er nicht zu meiner eigenen nicht zu meinen Leuten gehört. Und okay, da kommen ein paar weitere Vogelfreie. Woher kommen die eigentlich? Ich glaube, die kommen. Ah, hierher kommen die. Ah, und deswegen werden auch immer wieder neu gespawnt. Die haben quasi unendlich viele. Ah, hoffentlich töten die jetzt nicht diese Lieferung hier, weil die muss ankommen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, sehr schön. Wählt die Güter aus. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my lord. Okay. Unsere Truppen werden angegriffen! Ja, ja, ist ja gut. Dann kann ich endlich anfangen. Mit Waffenproduktion. Wo mache ich die? Ach, ich mach das mal hier. So. So. Pfeilmacher. Pinmacher kann ich auch. Ja, ich mache Pinmacher. So. Ach, ich hatte vorhin genügend Holz. Ach, warte ich einfach wieder. Wählt die Güter aus. Ah, sehr schön. Wie oft bitte, Sire? Die Gut. Güter sind auf dem Weg, my lord. Das läuft ja alles sehr schön hier. Ich kann mich gar nicht hochleveln zum höheren Stand. Ich bleib erstmal Ritter. Aber Ritter zu sein ist ja was Schönes. So, jetzt bekommen wir Holz dazu. Das heißt, wir können dann endlich eine Schenke bauen. Ja, eine Schenke. Die ist da, genau. Kommt ja genau hin. Wohin? Da. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Keine kleine Spende. Die kriegen kein Geld von mir. So, das Volk verehrt euch, Sire. Ja, sehr schön. Lebt ihr auch normal? Ist ja auch ein auch da. Muss gucken. Monat der Vorrat 33. 8 Bier habe ich das heißt zur Verfügung. Muss man später gucken, ob es mehr keine oder weniger Veränderung wird. In der Schatzkammer, my lord. So, normale Steuersatz. Ja, warum denn nicht? Habe ich wieder neue Steine reinbekommen? Ja, sehr schön. Dann kann ich ja auch schon Unterkünfte bauen. Brauche ich mal hier hin. Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. So, ihr Bogenschützen kommt mal hier oben. Wir bewegen uns. My lord. Du. Alles wird gut, Männer. Ah, die müssen jetzt hier außen rumlaufen, weil ich das schön in den Weg gestellt habe. Naja. Dann eben so. Ah, mit keinen Wölfen auf der Karte meint ihr wirklich kein einziger Wolf mehr. Wahrscheinlich. Das wird ein bisschen länger dauern. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an! Ja, ja, ist ja gut. Es dauert sowieso eine halbe Ewigkeit, bis die bei mir angekommen sind. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an! Denkt an die Ausbildung!
erstmal überlegen. Was brauche ich sonst noch alles? Nahrung habe ich.